Und ein herzliches Willkommen zurück zum vierten Teil, glaube ich, von Silence mit von Lyria Gameplays als Hobby. Das bin ich. Bei einem niedlichen Spiel. So, wir brauchen Holz zu Feuer machen. Das Warnschild wird natürlich funktionieren. Das ist ja Holz. Das gibt gutes Feuerholz. Zu modrig. Wie gesagt, nö, vielleicht die magischen Pilze brenne ich bestimmt nicht ab. Soll ich die Pflanze anbrennen? Vielleicht verbrennt sie, bevor sie mir die Hand abbeißt. Vielleicht aber auch nicht. Natürlich könnte man den Stöpsel verbrennen. Korken brennt auch sehr gut. Ja gut, das Pech. Das Pech brennt doch gut. Gehen wir halt nochmal rüber. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Könnt mir mal einen Kommentar schreiben. Ich meine, viel ist zwar noch nicht passiert, aber es ist einfach schön gemacht. Schön gestaltet. Beim St. Martins Umzug haben wir Fackeln damit bestrichen. Oh! Oh oh! Ich habe nichts gemacht. Okay, das Feuer sollte ich wohl nicht machen. Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Na gut, dann gehen wir einfach wieder. Hauptsache mal ein Brand entfacht im Sumpf. Okay, also mit dem Pech konnte man jetzt doch nichts anfangen. Es hat zwar gebrannt, aber... Knochen brennen nicht. Habe ich schon mal probiert. Okay. Ja, dann bleibt uns doch nur noch der Stöpsel, oder? Ups. Verdammt. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. In Wasser. Wo kriegen wir denn jetzt Wasser her? Ach so, das Moos. Das Moos war ja scheinbar nass genug. Damit wollt ihr ja dann das Feuer eventuell löschen oder so? So ein reines Puzzlespiel. Das fühlt sich so lustig an. Mimamu, wir melken eine Kuh. Oder wir melken Moos. Strapp, Stroll, gleich ist der Eimer voll. Für Kinder ist alles nur Spaß. Es ist, weiß nicht, traumhaft schon wieder fast. Selbst ernste Lagen bringen sie irgendwie nicht so zum Stressen. Keine Ahnung, was ich da eigentlich erzählen wollte gerade. So, Feuer. Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kottsaft. Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Ich hab's probiert, ja.
hast du gut gemacht, kleine Lady. Juhu! Oh, ho, ho, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Guter Vogel. Hey, ich hab dich befreit. Schade. Okay, also die Ladezeiten sind wirklich ein bisschen fehl bei dem Spiel. Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie eine riesige offene Welt ist, wo viel passieren kann oder sowas. Das sind ja wirklich nur so einzelne Sequenzen, wo man so ein bisschen rumdrücken kann. Dass es dafür so lange lädt? Da ist ja Rise of the Tomb Raider besser gewesen oder sonst was für Spiele. Oh, hier ist auch so ein Unendlichkeitssymbol. Kyra, alles okay? Ja, ja, ich wollte nur kurz verschnaufen. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur an der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Ha, ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. What's up, es stellt sich nachher heraus, dass wir zwar ein Paar waren. Das letzte Mal, wo wir anscheinend hier in dieser Silence-Welt waren. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel, Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's Kyra. Komm schon. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe! Okay, wir müssen es da oben also kriegen. Wurzel mit Blüten. Da stand gerade zu Reni, also zu unserer Schwester. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ach so. Versteck dich doch, schnell! Oh je, was machen wir jetzt? Psst, auf jeden Fall nicht reden. Die Sucher haben gute Ohren. Okidoki. Da liegt dein Speer. Wieso kamen nie Monster in Noah Silence Geschichten vor? Wie soll ich denn bitte schön in den Speer drankommen? Ich stell mir vor, das ist ein Märchen. Und ich bin die Drachentöterin. Eine Drachentöterin braucht einen Speer. Mist! Mist! Ich kann nicht! Das Monster würde mich sehen! Ja, was soll ich dann machen? Wahrscheinlich kann ich noch nichts machen, ne? Ob Sura am Rücken auch Augen haben? Ach so. Ich weiß schon, weil er mir keine Angst machen wollte. Ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen.
Okay, ich kann hier wohl sonst noch nichts machen. Gehen wir wieder zurück zu Noah. Vielleicht geht der Suri ja irgendwann mal weg. Also die Ladezeit ist sehr heftig. Mach eine Räuberleiter. Okay. Was ist das schon alles dann? Huch. Aua! Huch! Abgerutscht. Ich dachte, du wärst nur ungeschickt. Dabei bist du ein Schwächling. Oder du bist zu schwer. Was? Das ist die Rüstung. Okay, dann hat es bestimmt was mit der Blume hier zu tun. Mist. Ich kann nicht glauben, dass wir hier festhängen. Oh. Bestimmt was Mist. Mit der Wurzel zu tun. Wen interessiert dieser Janus? Mich. Und ohne mich findest du Reedy nicht. Schon klar, ihr seid nichts weiter als miese Entführer und Erpresser. Keiner hat euch herbestellt. Ohne die Botschaft gehe ich nicht weiter. Gib mir dein Schwert und ich fäll den Baum. Nein. Was für ein Schwert, das war ein Messer. Kannst du nicht da drunter? Okay, was haben wir denn noch? Da haben wir ein Loch. Okay, mit dem Loch passiert wohl nichts. Was passiert, wenn ich mit dem da hingehe? Ein dunkles Loch? Sedgwick hätte darin eine Metapher für sein Leben gesehen. Für mich ist es nur ein Loch, wenn auch ein ziemlich dunkles. Mhm. Wollten wir nicht direkt zum Camp? Das hier ist wichtiger. Nicht für mich. Kommst du darauf, Spot? Natürlich. Das ist eine Raupe. Komische Raupe, die nicht klettern kann. Habe ich mir jetzt auch gedacht. Mit ein bisschen Schwung vielleicht. Lass das mit dem Werfen einfach, okay? Du kannst das nicht. Ach. Kann ich den nicht auch so werfen? Kommst du darauf, Spot? Ja, das hatten wir doch schon. Komische Raupe, die nicht klettern kann. Ach ja. Kann ich da jetzt nicht rein, wo das Vieh war? Nee, scheinbar nicht.
Okay, keine Ahnung. Irgendwo da oben muss das Camp sein. Brini! Nach irgendwie woanders hin kann ich wohl nicht. Okay, warte mal. Okay, er will da nicht rein. Was soll ich denn da machen? Mir fällt nichts mehr ein. Alles, was man tippen kann, habe ich angetippt. Außer mit ihr quatschen. Wieso kletterst du nicht hoch? Hast du etwa Angst um die schöne Rinde? Quatsch! Siehst du? Na los, mach mit! Es bringt doch nichts, den Baum dafür zu bestrafen, dass die Zeiten sich geändert haben. Halt die Klappe und tritt einfach. War die Lösung jetzt so einfach? Hey, was fällt euch ein? Lasst mich los! Oh oh. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt doch in das Loch. Verdammt nochmal, Kyra! Immerhin ein zweiter neuer Abschnitt in diesem Teil. Für 1,5 Minuten ungefähr. Alter. Kyra! Kyra! Komm zu dir! Hallo! Verdammt, sie reagiert nicht. Mann, sieht es appetitlich aus. Meine Hochachtung, Eure Majestät. Vorsicht, Spot. Die Tentakeln sind elektrisch geladen. Wie komme ich denn da wieder hoch? Wow, das erklärt einiges. Oh Mann, Kyra. Gelee Royal. Chiliro, ja, was solltest du? Von hier aus komme ich da nicht dran. Echt zirkusreif die Nummer. Sie zu beruhigen. Okay. Jetzt aber schnell hier rüber.
Oh oh. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Ein Sicherheitsnetz? Ich sehe schon, the Queen is not amused. Da kommen wir nicht ran. Okay, können wir damit nochmal was machen? Wo sollen wir denn jetzt ein Sicherheitsnetz herkriegen? Bitte vielmals um Entschuldigung, Majestät, aber Ihre Leibgarde hat leider meine gekidnappt. War bestimmt nur ein Versehen. Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Vielleicht muss ich von oben irgendwo irgendwie was herholen. Oder ich muss an dieser Wurzel ziehen oder drehen oder was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh ja, die Müdigkeit vom Nachtdienst kommt. Der schwarze Bildschirm passt ja jetzt sowieso auch. Ich werde jetzt auch aufhören. Wir sind schon wieder bei 22 Minuten hier. Ja. Na gut, es ist nun mal leider so, dass nicht so viel passiert hier bei so einem Nicht-Action-Spiel. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Der Kokon könnte runterfallen, direkt in den Abgrund. Mit Kyra. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Sicherheitsnetz bekomme ich bestimmt durch die anderen. Okay. Kann man speichern? Speicherpunkt neu laden? Nee, scheint wohl automatisch zu speichern. Okay, dann würde ich einfach sagen, das war's mit der kleinen Aufnahmesession von einem neuen Spiel, nämlich Silence. Wie gesagt, das ist kein Actionspiel, viel passiert nicht, aber es ist an sich einfach ein niedliches, schönes Spiel. Ist mal was ganz völlig anderes im Gegensatz zu den Spielen, die ich sonst gespielt hatte bis jetzt. Und gerade auch das letzte, Rise, Son of Rome, das war ja dann hier hingegen das reinste Slasher-Spiel. wenn es euch trotzdem gefällt, mal zur Abwechslung mal sowas Ruhiges zu sehen, was Schönes, ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen nach oben. Und ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Let's Play oder hier beim nächsten Teil. Ja, ich bin von Nür, Gameless als Hobby und wünsche euch noch viel Spaß. Auf Wiedersehen und tschüss.